Ein Saxophonist, meine Damen und Herren, hat seine Fans in Leverkusen total begeistert und wie ich glaube, auch unglaublich viele hinzugewonnen. Pharoah Sanders. Ja, der dieses Jahr 60 wird und der eigentlich große Aufmerksamkeit auf sich zog, das war die Begegnung mit Coltrane, das Konzert 1965 in New York. Obwohl er früher schon 61, 62 mit Don Cherry spielte, mit dem Schlagzeuger Rashid Ali, Sun Ra, ein sehr politisch bewusster Mensch. Du lebst natürlich, es ist immer leichter von uns hier zu deuten, aber er lebt in diesem Umfeld. Und es muss, wenn du mit Musikern sprichst wie er oder mit anderen, es ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und sie suchen natürlich auch Auftrittsmöglichkeiten. Und hier Europa ist natürlich auch das Ideal. Es ist ja in Amerika nicht so, dass die Leute für diese Musik strömen. Aber dass er diese Stärke und Expression so hoch hält und besonders mit seinem Titel, mit Good Morning Soweto, macht er auch klar, was er meint, verstehst du? Und wir in unserem Auftritt mit Alex Blake und William Henderson III am Klavier, der dritte William Henderson, da muss er immer 1, 2 und 3, und haben hier Drake am Schlagzeug, trägt er diese Musik. Es ist eigentlich das, was wir von ihm kennen in den 60er Jahren, obwohl sein letztes Album, was bei Wolf rauskam, eine andere Facette zeigen kann. Aber dann sind das Überlegungen von Plattenfirmen. Und ich denke, er ist sicher auch beteiligt, weil es ist ja auch mal schön, Platten zu verkaufen. Und die Platte hat den Titel Save the Children, er hat den Song kurz angespielt. Das macht es leichter, in diese Musik reinzufinden. Oder ist es nicht so schwierig, weil es ist sicher schon für Zuhörer nicht einfach, wenn du diese expressiven 6-7-minütigen Soli nachvollziehen musst. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Aber Pharoah Sanders mit dem Tenorsaxophon, der schwarzen Wurzel und mit manchmal der Frechheit, wie er es macht, das ist Jazzmusik. Das macht unsere Musik dieses und des kommenden Jahrhunderts ganz sicher aus. Den Anfang aber macht Pharoah Sanders. Ja, nun, Pharoah war hier und es war natürlich Jazz pur, was du nicht vermuten konntest. Ich habe die letzte CD gehört und musste ehrlich ein bisschen eine kleine Vorgeschichte geben. Ich sitze zu Hause, höre die CD und denke, es liegt die falsche drin. Ich drücke zurück und finde den Namen, Pharoah Sanders. Ein Mann, den wir durch akustisch Jazz kennen, was er hier auch gemacht hat, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Ich verstehe manchmal die Plattenfirmen, Dinge zu verkaufen, zu vermarkten mit Rhythmen, die jeder begreift. Das ist ein Gebiet, was einem zu stark abgedeckt wird. Hier hat er sich auf die Wurzeln besonnen, was seine Welt war. Und wenn du denkst, als Coltrane starb, 67, war er 27. Er war ein Zögling Coltranes. Er hat ihn in dieses Umfeld reingebracht. Er erinnert hier an Albert Eiler, er erinnert ein bisschen an Sonny Rollins, ist das schwarze Saxophonspiel. Und das, ich meine, mit Alex Blake am Bass, das ist die Zeit, denken wir an die frühe Coltrane-Besetzung mit Elvin Jones und mit Jimmy Garrison. Was er damals gemacht hat, 69 dokumentierte er es durch eine Platte damals, Karma. Das ist Jazz pur, das ist schwarze Wurzel, das ist glaubwürdig. Er spielt, was er lebt. Und unser Einstieg mit einer Komposition von John Coltrane, Giant Steps, da beweist er allemal, dass er diese Geschichte bewältigt hat. Thank you.
nur ein aus. Thank you.
Yeah.
Thank you.